This is Seaball. Moin, hier ist er wieder, euer Sebo. Heute endlich, nach einem ganzen Jahr, das Finale. Es ist soweit. Ihr habt ja immer mal wieder ein paar Videos von mir bekommen, wie der Stand der Dinge ist und. Wir werden jetzt gleich erfahren, welche Ausreden Max so parat hat, ja? Wovon ich ausgehe, ist natürlich diese Seven vs. Wild Ausrede, was nicht ziehen wird, weil wenn ihr ein paar Videos runterscrollt, bevor Seven vs. Wild überhaupt Thema war, war ich schon Längen voraus, ja? Also viel Spaß mit dem Video, gerne abonnieren, kommentieren und liken. Und ja, und nicht zu vergessen, das wisst ihr da draußen auf YouTube alle noch gar nicht, ich habe meinen eigenen Creator-Code, ja? Also, falls ihr in Zukunft mal dran denkt, so, oh, Sebo, da war doch was. Ey, das sind vier Buchstaben, ja? Ist kürzer als jeder andere Creator-Name, ja? Den hast du easy schnell eingegeben. S-E-B-O drin, fertig, und du supportest mich so. Natürlich kannst du die anderen auch supporten, aber vier Buchstaben sind weniger als sechs oder so. Ja, also gerne Support dalassen an dieser Stelle dann auch an alle, die den bereits benutzen. Vielen lieben Dank. Und jetzt geht's los mit dem Video. Also ich wäre ja dafür, dass wir gleich auf jeden Fall uns ein neues Layout machen. Und dann, so, weißt du, warte, wo macht man das nochmal? Ach, geht gar nicht, weil hier Gebäude fehlen. Aber hier Kriegsbasis, Layout bearbeiten und dann sehen wir ja unten, was wir alles haben. Das würde ich gerne so diesmal machen. Ist, glaube ich, übersichtlicher für alle Parteien. Ja, also so gesehen, diese Challenge mit dem Account läuft jetzt 2 Jahre schon. Ja, das ist das Ergebnis, was ihr jetzt gerade seht, sind 2 Jahre. Nächte nicht schlafen, wenig schlafen und viel schleifen lassen. So sieht eine Base aus. Kann aussehen. Ich sag ehrlich, das wird echt... Das wird richtig knapp, also wow. Also ich habe schon Angst, dass ich verliere. Das wird gar nichts. Da ist es Zeitinvest für 25, nee, 50. Soll ich euch auch noch mal was so erzählen? Selbst letztes, ihr wisst ja das mit der Umsatzsteuer und so, ne? Selbst. So, ja. Sebo. Ja, grüß dich. Ich bin da. Und ich bin. Jetzt gibt's die große Abrechnung. Darf ich erstmal was sagen? Bitte. Du hast mir meine Nächte kaputt gemacht. Du hast meinen Körper kaputt gemacht. Nur weil du mir das Spiel gezeigt hast und wir diese Challenge gemacht haben. Das wollte ich nur kurz nochmal schön am Rande gesagt haben. Ja, ich schlafe 3 Stunden, 2 Stunden, stehe morgens auf, meine Augen tanzen Samba. So sieht das nämlich aus, wenn ich morgens die Augen aufmache, wenn ich in der Nacht noch COC 3 Stunden gefarmt habe. Ja, nur so am Rande. Leute, ich sag's dir auch nochmal, die Challenge ging jetzt 447 Tage, 450 Tage circa. Vergleicht euch nicht mit uns. Wenn ihr schaut, wie viel wir gefarmt haben oder die Mauern in was für einer kurzen Zeit, in etwas über ein Jahr, das war schädlich. Meine Freundin hat drunter gelitten, meine Familie, meine Freundin, meine Gesundheit und Real-Life-Freunde, alles. Also es ist, wir sind hier kein Maßstab, wir haben es übertrieben. Wir haben uns beiden nachhaltig wirklich geschadet. Okay. Dann haben wir auch. Ich pack da noch was dran. Es hat mir so doll geschadet, dass ich seit dem Update, als dann Update rauskam, ne? Ja. Hab ich, auch wenn das schade ist, aber ich habe 20 Gänge zurückgeschaltet. Ich habe ganz viel schleifen lassen. Ich habe mal eine Woche nicht geforscht oder dann 2 Tage einen Bauarbeiter frei gehabt, weil ich einfach, ich wollte schlafen und ich habe sowieso Stress gerade auch außenrum. Richtig. Ja. Also es war äußerst ungesund. Kommen wir nun. Schauen wir uns doch einfach mal an. Das Update hat nochmal ein bisschen Wirbel reingebracht. Richtig.
Ich möchte, es haben ja mit uns, keine Ahnung, 700 Leute oder so, die Free-to-Play, nee, gestartet haben gefühlt über 5000 Leute zeitgleich mit uns Free-to-Play plus Pass. Ist auch gerade eine echt geile Zeit, das Game zu starten, weil jetzt kam ja gerade das Update, jetzt wurde alles nochmal deutlich günstiger und noch viel, viel schneller, dass man auch, es dauert immer noch ewig bis Rathaus 16, aber jetzt noch viel, viel schneller als zu dem Zeitpunkt, wo wir gestartet haben. Es kam Ausrüstung neu dazu mit der Schmiede, was nochmal ultra geil ist, dadurch sind wir jetzt auch beide ordentlich, haben ordentlich gepusht. Ich würde, wie gehen wir das systematisch gut durch? Ich würde dazu sagen, da habe ich schon, wenn du rechts jetzt drauf gehst, Kriegsbasis, ein neues Layout erstellen und unten sehen wir dann, also können wir besser machen als letztes Jahr, sehen wir halt echt aufgezählt, was wo wie weit ist. Okay, ich drücke mal Layout bearbeiten, ziehen wir die Sachen da rein. Viele sagen auch Clash Ninja, wir wollen, wir schauen erstmal. Ja. Fangen wir ganz links an. Mauern. Kam ein neues Level dazu. 150 Mauern kannst du Level 17 bringen. Wie viel hast du? Wie gesagt, habe ich gar nicht mehr gemacht, weil ich da jetzt systematisch vorgehe, weil ich nächsten Armeeschub möchte ich dann grinden und deswegen habe ich die gelassen. Ich habe 18. 18. Ja. 18. Ich habe 76. Ja. Jede Mauer kostet irgendwie 8 oder 9 Millionen. Und das Update ist nicht lange her. Ja. Ja, gut. Aber du weißt, ich hätte die schon lange fertig. Das weißt du ganz genau. Okay, was haben wir? Clanburg haben wir eh beide, Max. Rathaus 16 sind wir beide. Ja. Da kommen bei mir die Kanonen. Bei dir auch? Ja, ja, ja. Das kommt jetzt auch. Da pushe ich jetzt auf diese neue Abprallkanone. Mhm. Wie heißt sie auf Deutsch? Querschlagkanone oder so, ne? Ja, genau. Da brauchst du beide Kanonen, maximales Level. Was ist die maximale Kanone? Level 21, ne? Ja. Ich hatte alle meine Kanonen Level 13 und habe dann angefangen Ricochet Cannon, genau. Fange ich da jetzt an hoch zu pushen, damit ich das habe. Ich habe eine Kanone Level 12. Mhm. Drei Kanonen Level 13. Mhm. Zwei auf 16. Mhm. Und eine auf 19. Okay, ich habe 6 auf 15, eine auf 16. Wie du merkst, ich habe immer schön, wenn ich was geupgradet habe, dann immer. Hast du immer alles gemacht. Genau, immer ordentlich. Okay, okay. Ja, bestimmt meine Doppelkanone habe ich mal 16 gebracht, aber die versuche ich jetzt da, diese Ricochet-Cannon möglichst schnell freizuschalten. Also da liegst du vorn. Mhm. Bisschen, ja, aber mittlerweile die Kanonen sind ja alles nur noch einen Tag am Ja, da, deswegen, das ist nix. Das nimmt nicht viel. Da haben wir noch Bogenschützentürme, auch da pushe ich jetzt. Ich habe zuerst auch meinen höhenverstellbaren Bogenschützenturm, habe ich auf Level 17. Ja, den habe ich auf 16. Mhm. Dann habe ich zwei Bogenschützentürme auf Level 13. Oh, ja. Zwei auf 15, zwei auf 16 und ein auf 18. Das ist auch der jetzt gerade auch hochpusht auf Level 21 oder 22, damit du diesen Multi-Bogenschützenturm machen kannst. Den will ich unbedingt haben. Okay, ich habe 6 auf 16, ein auf 17. Dann heißt 6 auch 6 auf 16, ein auf 17. Okay, krass. Genau. Dann bist du auch bei den Bogenschützentürmen besser. Jo. Kommen wir zu den Magiertürmen. Dann habe ich einen Turm Level 7. Einen Level 6. Drei Level 9. Vier Level 9. Einer Level 11. Ah, ja, da war es dann bei dir, ja? Ja, ja, ja. 4 auf 9 und 1 auf 6. Gut, 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 gut. Luftabwehr, ultra wichtig. Wir werden gefühlt nur von Luft angegriffen. Richtig. Weil wir mittlerweile echt böse Mauern haben. Einer auf 12, zwei auf 13, einer auf 14. Okay, und jetzt kommen die harten Sachen. Ich habe halt 2 auf 13 und 2 auf 14. Das ist halt krass. Ja, da knallt schon. Ja, weil also da ist ja eine, das dauert ja, eine dauert ja 12 Tage. Ja, richtig. Das ist krass. Das ist krass. Die habe ich da auch hochgezogen. Da werde ich auch noch meine Hammer, die ich in Zukunft bekomme, für einsetzen. Mhm. Luftabwehr, super. Da muss ich auch sagen, da beneide ich dich auch drum. Ja. Minenwerfer. 3 auf 5. Und der Multiminenwerfer auf 13. Okay, ich habe 2 auf 6, 1 auf 7, 1 auf 8. Ja, die weiß ich nicht. Also wirklich Minenwerfer, wirklich allerletztes Ding. Ja, scheiß auf das Teil. Scheiß auf die Minenwerfer. Da ist echt drauf geschissen. So, also die sind mir auch so egal. Ja, ja. Tesla. Ja. 2 auf 6, 2 auf 7, 1 auf 9. Ich habe 4 auf 8 und 1 auf 7. Bist du drüber? Bin ich wieder drüber, ja. Auf 1 und 7. Ja, okay. Dann haben wir X-Bögen. Ja, 4, alle gemaxt.
Alle vier auf Max. Alle vier auf Max. Und da ist der zwei nächste Max, Bruch. 2-9. Ja, da ist der nächste Bruch bei dir. Da scheppert's. Das ist krass. Das ist also sowohl Luftabwehr, maximal 16 Tage Upgrade, als auch X-Bogen von 9 auf, von 9 auf 10, so wie 14 Tage oder 13 Tage. Und danach 16 Tage. Das sind ja schon 2 Arbeiter im Monat für die X-Bögen weg. Das richtig. Ist ein fetter Vorsprung. Dann haben wir beide alle drei Inferno-Türme Max. Jo. 2 Luftfeger Level 1. Luftfeger Level 5 und einen Level 3. Was? Ja, die habe ich so beim Armeeschub habe ich die gemacht. Warum? Die haben nicht lang, also doch, der Level 5er hat dann lange gedauert. Ich weiß nicht. Entweder, oder der 7. Arbeiter war das, wo ich dann gesagt habe, ach, dann kann ich auch mal jetzt so kleinen Scheiß machen, den du nicht sehen wirst, den ich dann aber schon hab. Der dann einen leckeren Vorsprung gibt, ne? Ja, ja. Okay. Arbeiter, der zukam für Gems, der war ein Segen, ne? Der war crazy. Ja. Sonst hätte ich, sag's dir, wie es ist, sonst hätte ich die, okay, das kommt gleich, aber dann sage ich nochmal Bescheid. Okay. Eagle Artillery, beide Max, Level 6. Ja. Bombentürme, einer 5, einer 7. Beide 6. Beide ist auch wieder 6 so. Ist ungefähr gleich, ja. Streukatapulte haben wir beide Maxed. Beide Maxed. Zaubertürme hast du, glaube ich, höher. Ich habe da gar nichts gemacht. Ich habe die beide Level 1 gelassen. Wo hast ja. du? Da ist der nächste Bruch, ich habe die auch maxed. Das ist halt krass. Ja. Die dauern auch richtig lange. Die dauern richtig lange, ja. Die brauchen richtig lange. Dann Monolith maxed. Maxed. Helden kommen wir gleich zu. Jo. Profil. Bauhütten. Ich habe alle auf Level 2 gemacht, damit die angreifen. Mhm. Und ich habe, weil ich weiß, okay, du legst da nicht so viel Wert drauf, habe ich da umso mehr Wert drauf gelegt. Ich habe 2 gemaxed. Und krank. 3 sind Level 3, gehen aber jetzt auf 4. Einfach auf Bauhütten gegangen, Alter. Ja. Random. Weil die dauern auch übelst lange. Ich glaube auch 12 Tage, letzte Level. Dauern lange. Gerade das letzte Level ist crazy. Elixiersammler? Ja. Sag, so, ich fange einfach an. Ein Level 7, 5 Level 8, ein Level 9. Ja, ich will das gleiche. Ja. 3 Level 7, einer 8, 2, 9, einer 10. Ja, ist auch wieder so einfach so für Armeeschub macht man die hoch. Elixierlager, alle 4 14. 14, ja. Dann Goldsammler. Sammler, ja. 8, 3 Stück, 10, 3 Stück, einer Level 12. 3 Level 9, 2 Level 10, einer Level 12, einer Level 13. Ja. Dann haben wir die Goldsammler. Jetzt wird's interessant. Ja. Goldlager. Ja, da lege ich halt wirklich gar keinen Wert drauf, weil wir uns echt alles holen können mit dem Goldpass, weil er ja alles billiger ist. Habe ich die einfach schleifen lassen. Es sind jetzt alle auf 14. Ja. Das ist krass. Das habe ich auch gesehen. Die dauern ja auch irgendwie 10 Tage oder so Upgrade. 9, ja. 9, das habe ich dann gemacht. Dann habe ich gesehen, du hast es nicht gemacht. Und dann habe ich mich gefragt, wofür habe ich das eigentlich gemacht? Ja. Also. Ich dachte, am Ende haben wir gefühlt alle unsere Lager maxed. Bullshit. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ich hab 4x9 Tage verschwendet für Goldlager. Ja. Vor allem, die können ja gar nicht so viel mehr fassen. Das war, ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Das hätte ich nicht machen sollen. Ja, ich dachte erst so, jetzt will er mich vielleicht damit outplayen. Aber dachte ich mir so, nee, doch nicht mit 9 Tagesdinger. Die sind nur für Runen gut und die verkaufen wir ja sowieso. Ja. Okay, dunkle Elixierbohrer, 2, 3, 4. 2 Level 2, 1, 4. Ja, okay, ähnlich. Elixierlager, auch da ein Upgrade bringt ja, glaube ich, nur 10 oder 15, 20.000 mehr Kapazität. Scheiß drauf, habe ich Level 9 gelassen. Ich auch, Level 9. Level 9 beide. Armeenlager beide maxed. Aber da kommt jetzt die Sache mit dem Goblin, den 7. Arbeiter. Wäre der nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich bis heute die Lager nicht fertig gehabt. Weil ich habe die gehasst. Ja, da war so. Du upgradest das, aber ja, hast 5 Kapazität mehr, aber merkst du halt nicht so direkt, so weißt du, weil ich will immer was upgraden, wenn man. Ist egal. Deswegen. Stimmt. Kaserne, und da kommen wir gleich noch zur Armee, das gucken wir uns unseren Profilen an. Hab ich auf 13, du hast Kaserne maxed. Ich hab die Kaserne maxed. Und kam da die super starke Wurzelreiterin dazu, von der ich ja. Was hast du, Level 17 oder was? Ja, Level 17. Ich muss sie von 13 auf 14, von 14 auf 15, dann auf 16, dann auf 17 und die ganze Zeit ist meine Armee nur 50% geboostet. Das fuckt übertrieben ab. Aber da kommen wir gleich zu. Labor Level 14, Zauberfabrik Level 6. Level 7.
Ah, okay, Zauber. Ja, da musste ich auch wieder. Ja, du wirst den. Ich hab's gewusst, du wirst das nicht upgraden. Deswegen, keine Kapazität mehr, du hast nur für den Rückrufzauber gemacht. Nein, einfach um diese Tage Vorsprung zu haben. Also, beziehungsweise, okay, weil ich wusste, du machst das nicht. Und ich sag dir, dieser, ich glaube, da war eine Woche, da waren 7 Tage, war die schlimmste Woche zu farmen, die ich jemals hatte, weil du diese Sprungzauber halt brauchst zum Farmen. Weißt du, und wenn die halt gefühlt eine Stunde brauchen, wenn die nicht kommen, dann nervt's. Ja. Dann haben wir dunkle Kaserne Level 10, Max. Ja, musste ich ja auch Level 10 machen, weil ich halt nicht wollte, dass du damit so Vorsprung hast. Deswegen habe ich die auch gemaxt. Okay, okay. Dunkle Zauber Level 5. Da habe ich Level 4, den einen hatte ich keinen Bock mehr. Gut. Werkstatt Level 3. Level 2. Petfabrik Level 9. Level 9. Schmiede Level 7. Level 6. Ja, Bomben, Vollarsch. Ja. Also lassen wir wegfallen. Oder hast du fein gemacht? Ja, ich habe alles mal so bei, auch 3, 4, 1, 2, 2, 3. Ja, 2, 3, 4, 5, 1, Tornado-Falle gemaxt. Tornado-Falle maxt? Ja. Level 2, was ist maxt? 3. Okay. Okay, das sind alle Gebäude. Dann kommen wir jetzt gehen wir mal zu uns ins Profil, was wir im Labor haben, oder? Ja. Da wird es nämlich sehr interessant. Ich habe ja die Truppen nicht. Ich habe keine Elektro-Titans, keine Yetis, keine Dragon Rider, keine Wurzelreiterin. Genau. Was genau hast du die jeweils auf dem Level? Warte. Achso, die jetzt. Ja, die haben, warte. Welche? Du meinst so ein Yeti, Drachenreiter, Titanen? Ja, genau. Ich gehe auf dein Profil. Ich gehe auf dein Profil einfach mal. Ja, und ich mache deinen auf, der ist unkomplizierter. Ist easier. Okay, da sehen wir direkt, du hast Yeti 3. Ja. Dragon Rider 3. Mhm. Elektro Titan 3. Die habe ich alle gar nicht freigeschaltet. Richtig. Ich habe nur Drachen maxed. Du hast sogar Ballons maxed. Heftig. Also auf die normalen Truppen habe ich mich gar nicht drauf. Ich habe jetzt am Ende nur ein bisschen Elektrodrachen hochgebracht, weil so für einen Flex. Ich habe halt übertrieben doll dunkle Truppen. Ja, und ich halt genau das Gegenteil von dir. Ich bin gar nicht auf dunkle, sondern bin nur oben drauf gegangen. Ich habe den Wächter Lehrling maxed, den Eis, ich habe den nie gespielt, Eisgolem, den Golem. Ja, also da ist ja, tut halt weh, weil die kosten 300, über 300.000 Dunkles. Und ich habe da so viel dunkles Elixier reingebuttert, weil Elixierfarm kannst du eh immer. Ja. Und dann dachte ich mir, komm, zuerst das Schwere. Richtig. Aber ich habe mir das gar nicht so schwer gemacht. Ich habe einfach direkt oben genommen. Und die sind halt alle auch auf einem stabilen Level. So ein Yeti auf 4 braucht halt auch seine Tage, ne? Ja, das stimmt. Tage schon. Aber jetzt, ich könnte jetzt leichter meine Truppen auf dein Level bringen, als du deine Truppen auf mein Level. Ja, aber das haben wir letztes Jahr haben wir das auch nicht so gewertet. Wir gehen mit Tage, Max. Ja, ja. Das von den Tagen her ist gleich, aber von der Schwierigkeit ist das. Du wirst jetzt ja nicht den Account aufhören. Irgendwann möchtest du das gesamte Labor maxed haben. Ja, ja, richtig. Ja, ja, genau. Das heißt, da wird noch viel auf dich zukommen, wenn es von den Tagen her gleich ist. Richtig. Wächterlehrling habe ich halt gespielt mit. War das auch mit Drachen? Ich greife gerade gerne mit Massendrachen an. Was ist deine Armee, mit der du viel angreifst? Also, ich CWL greife ich immer nur an und das ist dann eine Super Bori Blimp mit Drachen. Elektrodrachen? Nee, Drachen. Feuerdrachen. Feuerdrachen? Ja, ja. Geil. Ja. Oh, geil. Muss ich heute auch noch machen, stimmt. Stimmt, okay, gut. Kommen wir zu den Zaubern? Zauber, ja. Digga, bei dir brennt ja die ganze Leiste. Ja. Das ist bei mir. Bei gut, ich habe auch Zap Max, Erdbeben. Max, Freeze, Sprung. Okay, warte mal, wir sind auch ganz schön viel Max, hab ich gar nicht mitbekommen. Was ist das für ein Zauber? Unsichtbarkeitszauber? Ja, 4, ja. Du hast auch alles, bis auf Rückrufzauber hast du ja gar nicht und Heilzauber hast du nicht maxed. Heilzauber hast du maxed. Ja. Heilzauber hast du maxed. Und dunkle Zauber, Giftzauber hast du hochgezogen. Gut, dafür habe ich Erdbeben maxed. Fledermäuse habe ich freigeschaltet und 2. Okay, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Pets. Zu den Pets. Zu den Begleitern. Und da will ich dich jetzt mal ernsthaft fragen, also jetzt bei aller Liebe, aber was ist da passiert bei dir?
Wieso? Also, das ist ja, ey, wenn ich da drauf gucke, ich kriege, da bestimmt bestätigt das jeder, aber da kriege ich einen Kotzreiz. Warum hört man einen Jack auf bei 14, wenn er nur noch ein Spirit Level Fox braucht? Raus, Spirit Fox kam. Ja, das eine Level, Junge, hä? Dann hättest du den doch maxed, so, weißt du? Jetzt für ja. Challenge Ende, das sieht aus wie bei den Ludolfs auf dem Hinterhof, deine Begleiterhütte. Ja, da ist wild. Da muss ja. ich auch sagen, da kam oft mal das ins Spiel, scheiße, jetzt ist die Begleiterhütte frei. Ich will mir eigentlich den Jack leisten für 300.000, aber ich habe gerade nur 128.000 Dunkles. Ich grade mal Frosty ab. Ja. So entsteht das. Bei den Pets hast du Frosty, Einhorn, Jack, Eule und Digimax. Ja. Dafür den neuen stärksten Helden überhaupt auf Level 1. Da hast du dann auch ein bisschen... Nö, ich bin einfach jetzt, ich fange hinten an. So machst du das. Das macht den ja nicht, der Neue macht den ja nicht automatisch wertiger. Das ist halt nur ein Neuer, so, das interessiert nicht. Der ist schon stärker. Ja, aber ich meine jetzt von so, ich guck nur auf Challenge. Ach so, tagetechnisch, okay. Also ist da Sahara bei dir, sag ich. Ah, okay. Ja. Tagetechnisch bist du vorn. Da lief's auch mal nicht. Ja. Das kennt man. Naja, das ist nochmal krass. Wo ich aber mein ganzes dunkles Elixier reingesteckt habe, kommen wir zu den Helden. Ja. Und ich glaube, korrigiert mich, von all den Leuten, von den 7000 Spielern, die Free-to-Play gestartet haben, plus Pass, hat keiner jetzt gerade nach dem Update 5 Level Queen, jeweils irgendwie 300.000, und 5 Level Gladiatorin. Bei mir brennen die beiden Level 95 und 45. Ich glaube, das hat keiner. Selbst die mit den krassesten. Also nur so von Queen und Gladiatorin. Beim Barbarenkönig bin ich ein bisschen zu drück, weil der war zum Zeitpunkt der war eigentlich super scheiße und jetzt hat er seine so unglaublich starke Ausrüstung bekommen, dass der voll OP ist. Und genau das gleiche beim Warden, da habe ich auch komplett gechillt. Gerade jetzt auch Warden upgraden mit den neuen Items bringt gar nichts mehr, überhaupt nichts. Mhm. Ein HP mehr und ein Schaden mehr. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt irgendwann auf 70 bringe, weil ich will den auch beim Farmen benutzen. Ja, und King jetzt noch am Ende auf 85 geprügelt. Ja, ich mein Gedanke war jetzt nach dem Update, okay, weil ich jetzt echt mal runterfahren will und chillen will und echt mal genießen möchte, habe ich mir gesagt, okay, ich prügel die jetzt nicht wild nach oben, sondern ich will jetzt alle auf dem Rathaus 15 Level bringen, unterhalten und mich echt mal konzentrieren, hier die Verteidigung hochzumachen. Schön, weil wir ja auch bald beide, wir müssen ja zwangsläufig Richtung Legende pushen, damit wir mehr Erze bekommen, weil das ist die neueste... Das ist so das neueste, wertvollste Ressource bei der Free-to-Play-Challenge. Einfach Zeit, täglicher Sterne-Bonus, Clan-Kriege mitnehmen und dann auch die Ausrüstung der Helden. Easy win. Ja, die habe ich auch noch gar nicht gerafft. Ich habe so bei 1900 Trophäen gechillt. Da geht es automatisch ein bisschen hoch. Aber es macht so Bock. Ich bin schon einmal gepusht hier. Ich war bestes Ergebnis 4630. Ich wollte in Legende rein. Aber als ich da war, bei dem Punkt, Junge, ich habe 5 Minuten gesucht, niemanden gefunden. Und dann bin ich aber radikal nach unten gedroppt. Krass. Ja, okay, krass. Also, Warden, hast du 14 Level über mir? Hä? 14? Oder? Guck, rechne nochmal nach. Deiner ist 21. 24 Level Warden drüber. Ja. Plus 4 den Hell, also den Barbaren, dann sind wir bei... Den Barbarenkönig. Ja, 28, ne? 28 Level in Helden, minus 10, deine, die du im Voraus bist, sind wir bei 18 Tagen bei den Helden immer noch vor dir. Aber zählt der, wie lange braucht der Warden zum Upgraden? Genauso lange wie die anderen. Genau gleich? Genau gleich. Okay, krass. Dann ist zeittechnisch natürlich stark. Ja, und der ist auch sehr gut, der ist sehr stark. Ich kann mich noch erinnern, als du sagtest, du gradest den nicht ab, weil er schwach ist. Da war irgendwann, ich glaube im Sommer war, da hast du was gesagt. Und da dachte ich mir, wenn du wüsstest, ey. Sag mal, was, jetzt ist ja sowieso egal. Vorher wäre es nur interessant gewesen. Alle 5 Level wurden meine Fähigkeit besser. Die ist jetzt ja aber an die Erze gekoppelt, ne? Hier Unbesiegbarkeit, ewiger Wälzer. Wie lange, guck mal, seine Fähigkeitsdauer ist 8 Sekunden. Hatte er, glaube ich, auch schon vorher auf meinem Level.
Das ist ja zum Farmen der Kobolde im Clan-Krieg. Da kommt ja, glaube ich, pro Upgrade-Level 0,2 Sekunden dazu. Das war ja vorher auch gefühlt alle 5 Level so, kam 0,2 dazu. Deswegen war es relativ Wumpe, ob er Level 40 ist oder 70, weil das waren dann schon 8, 9 Sekunden. Eine Sekunde mehr. Ist gut, klar, im E-Sport safe, aber wenn du mit Kobolden einfach nur reinhüpfst aufs dunkle Lager und das Rathaus wegmachen möchtest, sind 8 oder 9 Sekunden, waren da komplett egal. Deswegen habe ich den schleifen lassen. Der ist aber auch chillig, weil der halt wirklich Elixier braucht. Mhm. Also tagetechnisch gewinnst du. Dunkles Elixier-Ausgaben. Ich. Ja, da kommen wir gleich noch zu, Max. Ich lasse dir jetzt das reden, dass du sagst so, aber da kommen wir gleich noch mir zu. Mir reicht es schon, dass ich als einziger von 7000 Spielern aus der gesamten Community nach 450 Tagen Queen und Gladiatorin maxed habe. Ja, und da. Mein Pet, mein Fuchs geht Level 7 und ein gemaxter Spirit Fox mit einer Gladiatorin auf 45, das ist der Wahnsinn. Ja, da, also dann ey, ist GG, Mann. Vorbei. GG. Genauso wie mit der Queen, dass sie jetzt noch hintergeschaltete Heiler hat. Zwei Heiler kommen ja jetzt raus bei der. Mhm. Spiele ich als Ausrüstung. Nur zum Farmen. Er ist Gladiatorin, King, Queen, Warden und so ein Rambock aus der Werkstatt. Ja, das ist geil. Ich kann immer 50% holen. Ich drop gar keine Trophäen mehr, weil die Helden so fucking OP sind. Und das, finde ich, hat gefühlt hier bei der Challenge am meisten Spaß gemacht, weil das so, so geil war. Die hat man jetzt einfach. Die musst du nicht mehr upgraden. Die sind jetzt fertig. Die sind da jetzt. Das ist halt schon eine geil für den Kopf her. Ja, das Einzige, was mich halt echt nervt, was scheiße für den Kopf ist, ich würde sehr, sehr gerne Elektro-Titan und Wurzelkrieger spielen, maxed. Mhm. Aber 4-mal Kaserne upgraden, jeweils 12 Tage und dann im Labor Wurzelkrieger und Titan maxen. Ja. Digga, da sitze ich 5 Monate dran. Safe. Da sitze ich 5 Monate dran. Ich sag's dir, wie es ist. Ja. Deswegen bleibe ich bei normalen Drachen, die ich auch geil finde. Okay, wo kommen wir zum nächsten hin? Die Zahlen, ne? Hier Gold und Elixier und alles. Gefarmte Ressourcen. Mhm. Ich lese meins, du deins? Bitte. Okay, pass auf, Goldjagd. Achso, ja, 2 Milliarden. Und 2 Milliarden, das ist ja klar. ja, da kommen wir nicht drüber. Ja. Jetzt, dunkles Elixier. Also du sagst die ganze Zeit, ey, hier meine dunkle Truppen, ey, ich hab da alles so Boom und Bang und die sind ja so krank und es ist so schwerer zu farmen. Ja, ja, ja. Dann frag ich dich, Max. Warum habe ich dann 38,8 Millionen Dunkles gefarmt und du 2 Millionen weniger? Ich bin jetzt bei 37 Millionen. Und das habe ich mich auch gefragt. Hast du ab und zu überfarmt, wenn dein dunkles Lager voll ist, dass du trotzdem weiter gefarmt hast? Entweder das oder das hängt alles in den Pets. Aber ganz auch überfarmt, also ganz generell viel. Generell aus der Challenge haben wir viele Leute, die sind bei 12 Millionen, das ist ja schon krass. Einige sind bei 9 Millionen. Dann ist mal einer bei 17 Millionen. Die sind ja alle schon heftig. Aber wir führen das Ganze ja wirklich ebenfalls wieder von 5.000 bis 7.000 Spielern. Du hast fast 39 Millionen, ich habe 37 Millionen. Da sind wir ganz, ganz, ganz weit vorne von tausenden Spielern, die angefangen haben. Ja. Waren die Pets... Kannst du 1,8 Millionen mehr für Pets ausgegeben haben als ich? Ja, bestimmt ist da ein Teil an Pets drin. Aber auch ganz viel überfarmt, wenn ich so daran überlege. Ich hab auch, nee, Digga, das kann nicht sein. Ich habe ja allein schon für Bowler und Eisgolem mehrere Millionen und Golem ausgegeben an ja. Elixier. Ich habe die ganzen dunklen Truppen und noch mehr dunkle Tränke als du. Ja, und ich du sag. Hast überfarmt. Überfarmt, ja, ja. Aber ich habe die Armeeschübe überfarmt. Ja aber auch anders krank mitgenommen immer, ne? Ja, ja, also, ja. Also das ja, war immer. Ja nicht mehr immer. Normal. Ja, aber das nochmal zum Belegen, dass du es schwerer hattest, weil am Ende des Tages hatte ich trotzdem mehr Dunkles gefarmt, als du. Du hast es nicht verwertet. Richtig. Da stand einfach Maximum 350.000 Dunkles und du hast immer wieder 10.000 Dunkles mitgenommen. Richtig, immer wieder. Ob das so smart ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber auf jeden Fall Respekt daran, kann man sich so ein bisschen orientieren, wie viel man gefarmt hat. Und 37 Millionen ist crazy und 39 ist noch viel abgefuckter verrückt. Ja. Was haben wir noch? Was gibt's sonst noch? Ja, sonst, glaube ich, nichts mehr wichtig. Hindernisse entfernt? Ach so, ja, stimmt. Das ist auch noch. Warte, Hindernisse? Hübsch und ordentlich heißt die Aufgabe. Ja, da hast du auch viel, viel mehr als ich. Sag du zuerst. 1.942. Ja, 1.779. Boah, das sind viele Gems, die ich mehr habe. Ja, richtig.
Und pro Dings sind 2 Gems. Das heißt, ich habe 400 Gems mehr als du. Ja. Aber wo sind die? In der Base sind sie nicht. Die sind irgendwo. Die sind auch mal verpufft. Ja. Was haben wir noch? Spenden, gut, mache ich nicht. Ich auch nicht. Ich bin immer der die meisten Spenden bekommt, jeden Monat. Außer diesen und letzten nicht. Wir haben uns wirklich über 450 Tage die Finger wund gefahren, aber es ist ja lächerlich, wie krank da einige Challenges sind. Wie viele Rathäuser hast du zerstört? Ich hab 5000. Rathäuser zerstört. Warte, muss ich finden. Wie heißt der ganz oben? Über dem Bauhütten. Rathäuser im Mehrspieler kämpfen. Mhm. 5155. Krass. Da musst du eigentlich auch mehr haben. Nee, 5000 habe ich. Okay, achso, ich dachte, okay, du hast bei den anderen mehr, weil du öfters ohne Goblins angegriffen hast und ich nur Goblins spiele, so gesehen. Ah, okay. Wo haben wir denn, was haben wir denn hier zum Beispiel? Was war das? Minenwerfer, wie viele Minenwerfer hast du? 4700, okay, ich habe 5330. Siehst du, und da hast du auch schon die ganzen Gems, die jetzt gleich kommen, die hast du alle schon, deswegen frage ich mich, wo sind hast die? Hast du schon 2500 X-Bögen zu Nein! Führen? Was? Nein, hab ich nicht. Ich farme nur. Ich gehe rein, farme, Rathaus holen, raus. Du hast doch nie mit Drachen oder irgendwas angegriffen. Ab und zu mal, wenn ich keine 25.000 hatte für meine Goblins, dann habe ich mal so angegriffen. Wie viele X-Bögen hast du zerstört? 2220. Da habe ich ja fast das Doppelte. Crazy. Ja. Okay, ich dachte, okay, das ist krass. Das ist halt krass. Was dann aber schwer wird, und das sind die schweren Aufgaben, von denen ich geredet habe, sind diese 1000 Gems-Belohnungen. Zerstöre 5000 Fernotürme, zerstöre 2000 Eagle-Telebys, zerstöre 4000 Mal Streukatapult, gibt jeweils 1000 Gems. Das ist Free-to-Play ein Segen. Bei Inferno-Türmen bin ich jetzt etwas über der Hälfte, 2855. Ja, 1227. Krass. Du hast ja wirklich die Kobolde durchgespielt. Das ist heftig. Okay, krass. Hätte ich gar nicht gedacht, weil ich habe wirklich so viel mit Kobolden angegriffen und so selten mit anderen Truppen. Deswegen, du hast auch bei Monolithen und so, die hast du ja schon fertig, oder Zaubertürme, du hast da schon diese Gems und du musst überlegen, die kriege ich ja auch noch. Und das sind dann, mit bisschen noch im Hintergrund, ist dann auch wieder ein Buch des Bauens, hätte ich die nächste Luftabwehr fertig. Not bad. Okay, gibt's doch was zu vergleichen? Nee. Jetzt einmal zusammengefasst, wie hat Sebo es geschafft? Was hätte ich optimieren müssen? Ich habe das erste Dreivierteljahr hier Clan-Kriegsliga weggelassen. Mhm. Das war der größte Genickbruch, den ich hatte. Weil ihr wisst ja, ihr kriegt hier dann diese Tokens und dann kriegt ihr einen Hammer des Bounds, Hammer der Helden. Das zerstört alles. Wie viele Hammer des Bounds würdest du sagen, hast du mitgenommen? Alle, die es gibt. Ich habe keinen liegen gelassen. Aber wie viel glaubst du, waren das? Oder vom Gefühl her? Puh, da kann ich echt nicht schätzen. Wirklich nicht. Also ich weiß, ich hatte 3. Ich habe pro CWL immer 2 gehabt. 2 Hammer des Bounds? Plus, ja. 2 Hammer des, oder? Haut das hin? Das müssen die Leute aus dem Clan sagen. Ich weiß nicht, wie viel da war. Aber dann hast du ja, damit hast du deine X-Bögen hochgekloppt, damit hast du dann indirekt auch deine Luftabwehr hochgekloppt, damit, das war ja crazy. Ja. 2 kommt hin? 2 kommt hin, ja. Ja, 2. Siehst du, 2 pro CWL. Bis jetzt zum Ende. Immer 2 Hammer des Bounds mitgenommen. Ja, aber du kannst jetzt nicht sagen, dass du nie einen mitgenommen hast, weil du hast auch immer von den 8 Angriffen, hast du 2-mal angegriffen und hast dir trotzdem immer einen oder so mitgenommen. Ja, ich hatte 3 Hammer des Bounds. Ich hab 1 Hammer der Helden. Ich hab da gerade meine ganzen Folgen aufgebaut drauf, Mann. Das war fett auf dem Thumbnail und alles. Das war sowas Besonderes, wenn ich das mal hatte. Das glaubst du gar nicht. Das macht 85% des Vorsprungs aus. Jetzt aber auch noch tricky, wo er auch noch was rausgeschlagen hat. Ihr habt es ja gerade gesehen, die allerletzte Belohnung, die ich hier mitgenommen habe, war 15% aus dem Pass, 15% Arbeiterboost. Wenn du jeden Tag, hier links sind ja diese täglichen Challenges, wenn du jeden Tag die täglichen Challenges machst und Truppen spendest oder anforderst und Zauber spendest und Mauern zerschüsst und Wins mit einem Packer machst oder sowas, so komische Aufgaben, da habe ich hart gechillt. Als ich immer 10% Boost bekommen habe, 10% sind meine Arbeiter schneller, warst du immer instant schon bei 15 oder 20%. Das ist nicht viel. Du bist eine Woche arbeiten deine Arbeiter 15% schneller und meine Arbeiter 10% schneller. Immer eine Woche pro Monat. Ja. Aber auf 450 Tagen, auf den
16 Monaten oder so, wo ich diese Challenge gemacht habe, stackt das. Richtig. Da summiert sich was zusammen. Richtig. Da bist du mir damit davon gezogen. Du hast ja teilweise angegriffen, weil ganz am Anfang der Season sind die Lager ja immer voll und du kannst eh nichts mitnehmen, weil kein Bauarbeiter oder so frei ist. Und da hast du einfach angegriffen, nur für die Challenge, ohne zu farmen. Richtig, ja, das stimmt auch. Das ist krass. Das ist krass. Das war auch noch ein dickes Ding. Das hatten wir. Ja, und sonst noch so, ich habe oft, so wie jetzt gerade, 3 von 6 Arbeiter frei. Mhm. Ich beschäftige meine Arbeiter so bis 16, 17, 18 Uhr, weil ich weiß, an dem Abend streame ich und mache Clash of Clans und dann möchte ich mit den Leuten farmen und dann meine Arbeiter den Leuten geben so und dann Aufgaben geben und mit dem Chat bestimmen, was machen wir als nächstes und so. Dann sind meine Arbeiter oft von 17, 18 Uhr bis 22, 23 Uhr am Chillen. Oftmals ja. ist auch einer frei für Mauern, ist für ein Progress das Dümmste, was du machen kannst. Aber vieles war auch so, ich find's wahnsinnig satisfying. Ich stream bis 2 Uhr, hau mich dann auf die Couch, schau eine Serie, mache was zu essen und booste und hab einen Arbeiter frei für Mauern. Der war mir, der ist so wertvoll für mich, fürs Köpfchen. Einfach, das war meine größte Schwäche, aber die habe ich in Kauf genommen, weil es mir so, so viel Spaß macht immer. Ja. Checkst du ein bisschen, was ich meine? Und mich hat's halt aber komplett kaputt gemacht. Genau das ja, hat mich kaputt, ja. Das hat dich gefühlt. Und das sage ich auch offen und ehrlich, das ist jetzt kein Geschwätze. Ich bin körperlich jetzt mit dem Schlafrhythmus im Arsch. Bin durch, ja. Also wirklich. Ja. Crazy. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ach so, was, oh, wir haben ja noch, willst du mal sagen, was du für Ausrüstung hast? Da müsste aber gleich sein, oder? Da bin ich noch gar nicht. Wie gesagt, seit Update, ich bin nur rein, mach die an und geh wieder raus. Ich farm nicht mal. So, weißt du, dein täglicher Sternebonus nimmst du mit? Nee, auch ganz oft nicht. Ich habe noch nichts geupgradet. Ich habe jetzt hier 14.690 von diesen blauen Dingern und 1.500 von diesen lilanen und 80 Sterne. Oh, okay. Ich habe schon den Riesenhandschuh auf 9 vom King, die Heilungspuppen der Queen auf 9 und das Heilungsbuch des Warden auf 9 gezogen. Ja, pass mal auf, du hast da für den King hast du so einen Handschuh oder was? Kriegt man den irgendwie nochmal? Oder war da Aufgaben? Habe ich auch nie gemacht. Aufgaben, die reinkamen, nie. Das sind sind deine XP, die du im Voraus hast, plus Nachtbasis. Da sind deine XP. Ach, stimmt, ja. Da sprichst du was. Ja, ja. Ab rüber zur Nachtbasis. Ja, dann, Junge, wie kann ich zeigen? Zählt nicht mit in die Challenge rein. Leute, zählt nicht mit in die Challenge rein. Aber ich habe ja durch diesen Trick, gibt es noch ein YouTube-Video, könnt ihr gerne abchecken. Ich habe meine erste Nachtbasis schon seit 3 oder 4 Monaten maxed. Also komplett maxed, alle Mauern maxed. Bogenschützentürme maxed, X-Bogen maxed, Lavawerfer maxed, Luftabwehr maxed, Brutzler maxed, Zersplitterer maxed, Multimörser maxed, Goldmine, Uhrenturm, Megatesla, Doppelkanone, Riesenkanone. Maxed. Also richtig böse maxed. Und das schon sehr, sehr lange. Das gibt natürlich ordentlich XP. Und jetzt geht das hier oben langsam auch schon weiter. Wachposten maxed, Luftbomben maxed. Jetzt habe ich hier noch meine Kampfmaschine maxed. Das nehme ich immer mit. Die laufen immer. Dadurch kommt auch der Levelunterschied zustande. Ich bin jetzt Level 160,5. Sebo ist Level 157. Obwohl er ja das bessere Dorf hat, aber aus der Nachtbasis gibt es ordentlich. Ja, da ist haufenweise XP, was da reinkommt. Das ist viel XP. Ja. Da habe ich die XP mitgenommen. Das sieht natürlich gut aus. Zählt, haben wir gesagt, zählt nicht mit in die Challenge rein, aber auch hier oben Mauern maxed. Mache ich einfach für mich. Weil ja, aber finde ich, ey, ich finde das aber toll. Wenn ich zu dir rübergehe, das sieht schon pervers geil aus. Also wirklich. Ja, das ist so. Aber ich hatte da, wie gesagt, keinen Nerv mehr zu nehmen. Oder auch so Clan-Kriege gewinnen mit der und der Truppe. Und ich glaube, ich habe ja sehr viel Truppen maxed, ne? Ja. Da habe ich ja auch ordentlich. Was haben wir denn maxed? Hau drauf, Riesen, Bomber, Baby Dragon, Kanonen, Hexe. Megapacker, selbst die neue Truppe der Feuer und Dings Wizard. Ja. Aber Alter. Das zählt nicht mit rein, habe ich so gemacht, weil es einfach geht. Ja. Geil. Weil es einfach geht. Okay, dann haben wir da die Ausrüstung. Du bist ja auch in der CWL deutlich vorne, aber da weiß ich noch nicht, was beim. Da bist du Dritter. Na, war ich die. Ey, frag mich wieso! Ich war die ganze Zeit Erster. Ich war Vierter. Ich war vor 2, 3, direkt nach dem Update war ich Vierter. Ich habe meine Hammer und so geil eingesetzt. Ja. Jetzt wieder Neunter. Das geht nur auf Defense, ne? Ja, ich habe keine. Ey, ich war locker 3 oder 4 Monate Erster. Ich habe mich jedes Mal gefreut, in der CWL mich da ganz oben stehen zu sehen. Kannst du bitte angreifen in der CWL? Du hast noch 9 Minuten Zeit. Oh ja, scheiße. Da müssen die Leute mir eben. Oh, stimmt. Ich wollte gerade. Warte. Das gucken wir uns nochmal schön live an. Wollen wir unsere Daten noch in Clash Ninja einspeisen lassen? Das hatten sich hier viele gewünscht. Ist das kompliziert? Ist hier noch ein VIP dabei? TJ?
Steht zufällig hier. Scheiße. Ich hier am Start. Geht schnell, ist easy. Kacke, ey, da muss ich jetzt jammen, sonst kann ich den Angriff nicht mehr schaffen. Ey, musst du. Wir verlieren sonst. Halt's Maul, wegen dir haben wir 5 Monate vorher verloren. Ja, da hat's doch keine Ärzte gegeben. Jetzt ist ernst. Ja. Das hat schon jemand gemacht? Kann noch keiner gemacht haben. Wie wollen die Fallen und so haben? Das geht gar nicht. Die sind ja bei allen anderen, sind die ja versteckt. Hat jemand gemacht. Das ist, wie weit man entfernt ist vom Max sein oder wie viel Prozent man Maxed ist? Zu wie viel Prozent man Maxed ist? Beides. Was? Ja, da traf ich auch nicht. Euer Leader hat das gemacht. Ey, danke, Mann. Krass, das sind sogar alle drin. Okay, dann lese ich es mal vor, ja? Ja. Also. Das ist wie, zu wie viel Prozent man Maxed ist. Ja, okay. Ich bin insgesamt aus der Free-to-Play-Challenge. Also 10. ist JJ mit 44,5. 9. ist Mikael mit 44,7. Ich bin 8. mit 44,82. Wolves ist bei 45,22% Maxed. Luzi ist bei 46,24% Maxed. Rick ist bei 46,4. Sebo auf Platz 4 bei 49,2% Maxed. Schön. Lukas ist bei 51% Maxed. Monkey GP ist bei 51,7% Maxed. Und Free-to-Play PTG ist bei 53,5% Maxed. Ja, wie ich mal gefühlt habe, mal reingucken. Er ist der krasseste hier vom Progress, zeig mal. Der ist Level 202. Warte, kann das überhaupt sein? Oder der spendet viel, ne? Ja, King und Queen 82. Ist das hier nur Defense-Gebäude oder was? Ah, guck dir mal seine Bogenschützentürme an. Da dachte ich, ich sehe nicht richtig. Und der ist auf dem ersten, so, weißt du? Bogenschütze 11. Ja, ich ja, X-Bögen. Ah, ich tue jetzt was Dummes. Zwei X-Bögen maxed. Für die CWL tue ich's. Okay, wow, Digga, der hat Magier auf 15 alle Türme. Crazy. Für die CWL habe ich's getan. Ja, sehr gut. Okay. Auf den ersten Blick finde ich, sieht seine Base sogar beschissener aus als meine. Ja. Der hat doch nicht mal alle Mauern auf 16. Ey, was ist das? Ach, wer hat hier wieder angegriffen? Wolf. Hä, warum hat der so viel mehr Progress? Warum? Magierturm ist insane teuer. Geht das nach Zeit oder nach Kosten? Magier 15. Magier Max ist halt krass, ne? Mhm. Alle Magiertürme 15. Das dauert ja 1000 Jahre. Das geht nur auf Zeit. Ja, okay, aber würde ich tauschen wollen? Inky, pinky, punky. Ich glaube nicht. Okay, King, willst du dann eben meinen Klarangriff mitnehmen, oder? Ja, ich will angucken bei dir. Das ist die 22, greife ich gerade an. Muss ich. Ich habe eigentlich die 3 studiert, aber jetzt gehe ich hier einfach stumpf rein. Und am PC, das ist immer was anderes, dazu gesagt. Mach das. Pets sind krass bei mir. Ja, habe ich gesehen. Okay, warte. Leute, ey, auf jeden Fall, jeden Respekt, der in der Liste, da in der Top 10 dabei geht ist. Los. Krank. Kann ich das live sehen? Ja. Wo machst du denn an? Digga, wo greifst du 22? Ja, weil oben alle, die haben meinen weggenommen. Ich wollte eigentlich die 3 angreifen. So, pass mal auf, das ist eine Super Bogey-Blim. Die funktioniert wahrscheinlich jetzt nicht, weil du zuguckst. Machst mit Queen Charge? Ja, am Ende da ein bisschen auf. Aber das ist jetzt nicht, ne? Das ist eigentlich hohl, wie ich das mache. Okay, du schickst einen Ballon in den Fernturm rein, der so instant stirbt, den zweiten auch hinterher. Der müsste jetzt auch instant tot sein, sehr gut. Keine Bomben mehr abgeworfen. Machst du jetzt. Ja, und verkackt, siehst du? Am PC geht das nicht. Ist durch. Hab jetzt schon verloren. Am PC geht das nicht. Da habe ich nicht die 2 Finger, weißt du, zum Blimpen da. Ich bin kacke. Und das war's schon. Wird nicht mal ein Stern, kann's abschalten. Was hast du denn jetzt noch? Heiler und eine Queen. Ja. Welches Level ist da eine Queen? Ah. Scheiße. Warte, wo gehen wir hin? Gehen wir hier rein. Da sind Elektrowaffen, die sind auf Level 6, noch nicht max, ne? Ne.
Hättest du nicht mit dem Buch des Kampfes reingepackt? Warte mal, ich konzentriere mich gerade, Max, ein bisschen. Unsichtbar? Ja, das ist ja eigentlich Dings. Das ist ja komplett verkehrt, was ich hier mache. Aber ich versuche trotzdem mein Bestes rauszuholen. Jetzt greift den unsichtbaren, nicht gemaxten Elektrodrachen an. Fast gemaxten, ey. Kein Drachenshaming hier. Oh, ich habe noch was. Die habe ich ja ganz vergessen. Da stehen noch zwei Luftabwehr. Ja. Jetzt werden deine Heiler angegriffen. Nochmal unten bei die Ballons rein. Das ist jetzt gerade Notlösung, aber zwei Sterne. Immer noch. Ey! Noch gut gerettet. Sag ich dir ganz ehrlich. Hätte auch null werden können. Ja, Inferno-Turm wird mich jetzt holen. Der ist halt, du bist Platz 3 aus dem Clan, hast Platz 22 angegriffen, ne? Ja, richtig. Weil der noch frei war, der war noch gar nicht angegriffen. Eigentlich hatten wir ja schon einen Gewinner der Free-to-Play plus Pass-Challenge. Ich glaube, das müssen wir nochmal überarbeiten. Da müssen wir nochmal... Oh, zwei Sterne. Zwei Sterne, super. Dritter gegen 22. Schauen wir doch mal... ich bin 9. und habe den 9. angegriffen. Ich guck mal ganz kurz in meinen Angriff rein. Ja, mach das mal. Geht. Also Leute, hier sehen wir es. Starke Defense, hohes Level. Auch starke Queen und Warden und alles. Ist schon eine brachiale Base. Als erstes mache ich es ganz casual, weil ich will keine Kopfschmerzen machen. Ich blitz einfach die Luftabwehr weg. Richtig dirty. Ich glaube, wenn du so angegriffen wirst, wirst du auch aggressiv, wenn du siehst, dass du so im Clankrieg angegriffen wirst. Mhm. So. 3 von 4 Luftabwehr weg. Mhm. Bisschen Funnel mit den Drachen, siehst du, links und rechts außen. Ja. Alle in die Mitte. Die sind gemaxed. Rambok dazu. Queen. Warden, King, Gladiatorin. Gladiatorin und Queen Max, beides. Und dann geht's rein. Will noch einen Hubzauber dazu? Ja, das erfordert können. Spendet so. Alles drin. Und das krasseste ja ist ja, dass mein Heiler, dass der Warden jetzt nicht nur unbesiegbar macht, sondern auch noch heilt. Der macht ihn so lange unbesiegbar. Zack, da ist es. Und jetzt heilt der alle Drachen wieder hoch. In dieser Massentaktik. Ja, King auch mit den starken Ausrüstungs-Items. Ja. Queen noch gar nicht gezündet, genauso wie Gladiatorin. Toll. Da ist noch alles. Jack auf 14, Kombination mit einem King auch immer schön. Ja, links, der heilt immer noch, ja. Der Warden, ne? Der heilt es immer noch alles hoch. Jetzt habe ich die Queen gezündet, jetzt kommt die Heiler dazu. Mit dem Einhorn, Queen 95. Ja, Gladiatorin lebt auf 45, stirbt auch gar nicht. Mit Digi dazu, Max. Es ist kein Drache gestorben. Toll, ey Max, guter Angriff. So habe ich angegriffen, dann war die Challenge gefühlt eine Woche alt. Ich bin mir da treu geblieben. Ja, ich weiß. Ich denke mir so, stabiler Angriff für Rathaus Level 9 und Rathaus Level 7. Wie ist das auf Rathaus 16? Alle E-Sportler und Pros sagen, das geht nicht, das ist scheiße. Ich spiele es trotzdem gerne. Mhm. Es hat auch gerade Itzu ein Video hochgeladen, ich gucke mir da gefühlt jedes an, gerade ein Video hochgeladen. Die besten 10 Truppen oder Strategien oder sowas jetzt auf Rathaus 16, da werden die Massendrachen noch nicht mal erwähnt. So kacke sind die. Aber ich spiele gerne, wirklich gerne auch mal Off-Meter was. So, also. Damit haben wir einen Gewinner. Wer hat damals alles gestartet? Chef Strobel, Itzu, du, ich? Mhm. Ich glaube, da waren auch schon. Wir 4. Ja. Den Clankrieg gewonnen, sehr gut. Wann geht der nächste los? Ist das nicht immer instant? So, oder nicht? Weiter Tag. Kannst du draufdrücken. Kannst du jetzt schon angreifen, wenn du wollen würdest. Boah. Oh, jetzt muss er auch mal gegen Rathaus 16er. Oh, wow. Man, der hat halt nur das Rathaus hochgemacht. Wird schon schwer, ne? Da guckst du dich auch lieber mal unten rum. Digga, ich wollte gerade mit Kobolden angreifen. Ich hab nur Kobolde. Schön. Nee, ich hab grad echt überlegt. Ich dachte, ich hab Drachen. Nee, den mach ich. Zeig ich euch dann. Wird ähnlich aussehen wie der andere. Schaff ich easy. Okay, gut. Damit haben wir einen offiziellen Gewinner nach 447 Tagen. Free-to-play plus Pass. Sebo hat's gerockt. Ja. Großen Respekt. Danke. Crazy. Ich hab ja gesehen, wann du geboostet hast und wie und was du gemacht hast und alles.
Ja. Ganz verrückt. Ja, zur Feier des Tages einmal. Danke. Ich danke euch. Sehr gut. Es war mir eine Ehre. Es hat gegen Ende hin nicht mehr so viel Spaß gemacht, sage ich ehrlich. Wie gesagt, der Schlaf. Ich hatte auch mal so im Midgame gar keinen Bock mehr. Mich hat das übertrieben abgefuckt. Aber jetzt zum Ende hin mit der neuen Ausrüstung, wieder neue Heldenlevel, Digga, die Ausrüstung grind und so. Und jetzt auch pushen in Legende. Ja. Ich sag's dir, wie es ist. Jetzt gerade Box geisteskrank heftig. Ja. So viel wie gefühlt noch nie. Erstmal danke für die 50 Subs. Vielen lieben Dank. Hast du, ich will auch ein Jahr Sub bei dir. Das kann auch gut dazu. Danke. Ja, aber nee, guck mal, du hast jetzt zum Beispiel gerade deine, ich habe richtig Bock und ich habe gerade eine Phase, wo ich denke, ey, Spiel, lass mich in Ruhe, ich habe Umzug, dann jetzt Twitch, hat von Dezember jetzt meine Einnahmen eingefroren, wird auch diese einfrieren, da bin ich die ganze Zeit im Hintergrund, das ist so ein Krampf und so eine Fickerei, sag dir ganz ehrlich. Bin ich bei dir. Notfalls nur den täglichen Sternebonus für Ärzte mitnehmen. Ja, das mache ich. Jeden Tag nur 10 Minuten spielen und dann reicht das. Ja. Und da dann auch Umzüge zerstören, COC, ja, ganz, ganz nervig. Da dann auch die Frage, weil es so geil ist und ganz ehrlich, wir sind beide noch nicht mal bei 50% maxed. Mhm. Gehen wir Du hast die erste gewonnen, du hast die zweite gewonnen. Und diese Pay-to-Win-Challenge auch. Und die Pay-to-Win-Challenge, klar. Wollen wir verlängern? Also, so geil es auch ist, ich würde tatsächlich sagen, also ich wäre raus. Also wir können, guck mal, ich will jetzt nicht aufgeben oder so, aber wir können trotzdem uns immer so sagen, war alle ein, zwei Monate mal treffen. Ich werde ja nicht komplett jetzt 6 Bauarbeiter liegen lassen. Nur ich werde halt jetzt nicht mehr so effektiv farmen, damit ich die hohen Dinge upgraden kann. Sondern jetzt die nächsten 3 Monate werde ich wirklich nur so reingehen, das nötigste farmen und irgendwas upgraden, damit die halt laufen, so, weißt du? Aber das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, aber am Ende hin werde ich auch wahrscheinlich dann ein, zwei Tage mal dann nichts upgraden. Du wirst dann wieder was upgraden und dann du wirst die ganzen Aufgaben machen. Da wird mich nur zurückhauen. Und da ist der Loose schon vorprogrammiert. Also wirst mich definitiv über die nächste Challenge überholen. Also wir können gerne weiter so zocken und uns gerne auch mal so, wenn jetzt Armeeschub ist oder so, gerne mal verabreden, ein bisschen boosten und so, das ist kein Ding, aber eine Challenge wäre ich raus, weil das, Max, wirklich, das, ich kann das nicht mehr nachts. Kann es einfach nicht mehr. Naja, wenn die Helden max sind und die Mauern max sind, muss man ja gar nicht mehr spielen. Ich fand, bevor das Rathaus 16 kam, war ich voll am Boden zerstört. Ich konnte nichts mehr grinden. Die Mauern waren fertig, die Helden waren fertig, ich kann kein Rathaus hochgehen. Ich farm dann mal ganz kurz 13 Millionen Gold zusammen, grade eine Luftabwehr ab und die ist dann beschäftigt für 16 Tage. Das war auch Shit. Also sobald die Helden fertig sind, kannst du deine Eier schaukeln, das hast du noch nicht gesehen. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich komme ja jetzt nicht mal zum Farmen und ich mach die Helden nicht. Verstehst du das? Ich mach die Helden ja jetzt nicht. Du hast ja locker noch, guck mal, wie viel Prozent Vorsprung hast du? Ich hatte 45%, du bist bei 49,5%. Das heißt, wenn du jetzt 1,5 Monate nichts machst, bist du, glaube ich, immer noch vor mir. Also, wenn du das umschreibst, dass das keine Challenge ist. Also ich werde ja auch weiterspielen, okay, aber nicht im Challenge-Format. Mache ich nicht mehr. Weil keine Challenge, du kannst nichts verlieren. Ja. Wir verlängern auch nicht um ein Jahr. Sondern wir machen einfach nur bis zum Ende. Richtig. 100% aber, maxed. Aber auch eine. Bist du vor mir maxed, bekommst du 100 Subgifts. Ja gut, wir tauschen 5 Jahre Lebenszeit, die ich in das Spiel stecke, für 100 Subs. Es liegt bei dir. Ja, wie gesagt, ohne Challenge, wir können uns wirklich so jeden Monat, vielleicht können wir ja machen, einmal treffen, so kurz Dings, weil meine Voraussetzung ist auch noch, dass ich gerne mit dem Account in meinen Clan kann. Oh, was? Ja, ich möchte gerne in meinen Clan. Willst du deinen Clan verlassen? Ja. Jetzt sehen wir uns doch immer jeden Tag. Ja, das schon, aber ist das nicht dann auch irgendwie reizvoll? Du siehst ja trotzdem immer noch alles, wir sind ja Freunde. Ja. Gemeinsam im Clankrieg, das war doch toll, dass ich dir gerade zuschauen konnte und du mir. Ja, aber du hast das jetzt nur einmal gemacht. Was ist, wenn wir dir 5 Lieblingsmenschen in den Clan reinholen? Naja, okay, ich habe 2 Clans, die brechen voll.
Komm, lass, ey, komm. Ey, das ist schon dein Main-Game. Jetzt lass mir auch noch mal eine Kleinigkeit. Du kannst ja immer noch jederzeit rübergucken. Na gut, wir haben uns ja als Freunde, ne? Ja. Du siehst ja alles. Okay. Fallen siehst aber du ja, weil Clan wir Freunde ist schon sind. Echt, der Clan ist schon, Digga, ich gehe um 5.30 Uhr rein, es sind 4 Leute online, die spenden mir Schleichkobold in einer Sekunde. Auch mal jetzt über die 450 Tage fettes Danke einfach an den geilen Clan. Ja, das stimmt. Die ganze Lost Da können wir Family. Mal auch GG im Chat schreiben für die Leute. Das ist GG. Echt geil. Du sagst so, Anfang von dem neuen Pass, du brauchst 250 Tropen, bitte fragt an und die fragen alle an. Ja. Das ist crazy. Das ist krass. Ja, ich will auf jeden Fall, viele hatten Angst, es ist zu Ende. Nein, ich will gerade jetzt auch, weil sonst war immer anderthalb Jahre neues Rathaus. Jetzt wurde das Team von Clash of Clans und von vielen Supercell Games vergrößert. Jetzt haben wir das Update nach einem Jahr gefühlt. Wenn jetzt einmal im Jahr neues Rathaus ist, meinten viele, oh, man schafft es gar nicht mehr, Free-to-Play oder Free-to-Play plus Pass zu maxen. Ich sag, das geht. So hart, wie wir grinden, wenn alle Arbeiter immer beschäftigt sind. Ja. Das geht. Das geht. Ich will diesen Account maxen. Und wenn es noch 2 Jahre dauert, ich will ihn maxen. Ich spiele auch safe weiter, nur halt jetzt die nächsten Monate werden stressig. Und auch die Events, wird ja wahrscheinlich chinesisches Neujahr, kommt die Queen mit einer neuen Ausrüstung rein und sowas. Die Events zuerst das Weihnachts-Event oder erst Halloween-Event, dann Weihnachts-Event, da kommt nochmal wieder ein Event, die sind alle richtig geil. Ja. Okay, geil. Geil. Ey, Sebo, es war mir ein Fest. Mir auch. Wir clashen weiter. Wir bringen unsere scheiß Base auf Max. So sieht's aus. Geil, ey. Alter, ey, ich bin erlöst, Alter. Ich bin erlöst. Ich kann schlafen gehen nachts. Du kannst schlafen. Du kannst pennen nach 450 Tagen. Super. Das freut mich. Sauber, ey. Endlich sehe ich Freundin stark. Wieder. Starke Clash. Ja. Ja, aber auch von dir natürlich auch. Das war schön. Auch danke, dass du mir das Spiel gezeigt hast, Junge. Das ist bisher mein, also nicht mal Mädchen 2 in meiner Kindheit habe ich so gegrindet wie das Game, also wirklich. Ich habe auch früher, mein Hauptgame war Clash of Clans und Serien schaut, aber ich habe jetzt durch diese Challenge nochmal viel, viel mehr gegrindet als früher. Ja. Und damals war ich Schüler. Ja. Da hast du nichts zu tun, außer am Handy zu daddeln. Richtig. Stimmt. Ja, geil. Okay, geil. Ey, Max. Dann genieß deinen Sieg und mach dir einen richtig schönen Feierabend. Das mache ich. Ey, dir auch noch einen geilen Abend. Man sieht sich, man hört sich. Hau rein, ne? Hau rein. Tschüss. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Erlösung, ey, ich sag's dir, Erlösung. Jetzt kann ich, ehrlich, da ist so der nächste Gedanke aus der Birne weg. Voll Fokus, Umzug und alles. Leck mich am Arsch. Oh. Aber wir haben schon krank gewonnen. Diese 4%, die gesagt wurden, sind aber brachiale 4%, ne? Da kann man ja schon sagen, das sind ganz, ganz kranke 4%, die ich da Vorsprung habe. Du denkst so, das sind nur 4%, aber überleg mal, was diese 4% alles sind. Das sind 2 mehr gemaxte X-Bows, das ist eine gemaxte Luftabwehr mehr und ein Luftabwehr auf 13 mehr. Sowas sind 4%. Das ist ja ein Scheiß eigentlich, ne? Aber wenn du das dann anhand der Ausrüstung, nicht Ausrüstung, sondern anhand der Bauten siehst, dann ist das doch schon brachial. Ich hab's geschafft. So, wie ihr seht, haben wir das Ding gerockt. Wie ich gesagt habe, wie viele Leute da draußen, wie viele Leute aus Max sein Chat kamen immer zu mir in Chat oder YouTube-Kommentare. Sebo, du wirst verlieren. Sebo, Max, so ist so weit vor dir. Ja, wie ich jetzt schon seit vor Seven vs. Wild. Inky, pinky, punky. Seit Seven vs. Wild, beziehungsweise davor, habe ich schon predicted, dass ich viel weiter bin als Max. Und heute haben wir sogar prozentual schwarz auf weiß mitbekommen. Also, ich habe nie an mir gezweifelt, aber jetzt, Challenge ist vorbei. Wir werden uns immer noch ab und zu mal treffen, mal das ein oder andere Video raushauen. Aber Leute, ich kann euch erstmal sagen, warte.
ich kann euch sagen, ich bin froh, dass diese Challenge vorbei ist und man das Spiel jetzt anfangen kann zu spielen. In meinem Clan, mit der CWL und, ja. Danke auch an euch auf YouTube für den kranken Support, der durch COC reingekommen ist. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Video. Tschüss.